In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie im TIA-Portal Antriebe projektieren. Aufgabe ist, ein Höhenförderer soll Teile auf eine definierte Position anheben. Dieser Höhenförderer wird durch einen Simotix-Motor angetrieben. Die benötigte Antriebsleistung wird von einem Synamics-Antrieb bereitgestellt. Das Regeln und Steuern, also die Intelligenz, übernimmt in diesem Fall die S7-1500-Steuerung mittels eines sogenannten Technologieobjekts, das im TIA-Portal angelegt wird. Dieses Technologieobjekt erhält von den standardisierten PLC-Open-Bausteinen aus dem Anwenderprogramm seinen Auftrag für konkrete Bewegungsabläufe. Zuerst muss jedoch der Antrieb konfiguriert und parametriert werden. Alles Notwendige dazu ist mit StarDrive vollständig im TIA-Portal integriert. Mithilfe komfortabler Assistenten parametrieren Sie den Antrieb in kurzer Zeit und nehmen ihn in Betrieb. Wie lässt sich das nun im TIA-Portal realisieren? Wählen Sie als erstes den entsprechenden Antrieb aus. Hier, in der Gerätesicht, sehen Sie die Control Unit und den Leistungsteil und können diese unter Eigenschaften konfigurieren. Fertig! Für die Parametrierung der Antriebe stellt Ihnen StarDrive im TIA-Portal verschiedene Assistenten zur Verfügung. Hier entscheiden Sie, ob die Intelligenz im Antrieb oder in der Steuerung liegt. In diesem Fall soll die Steuerung das Regeln und Steuern des Antriebs übernehmen. Deshalb wählen wir Antrieb an Simatic Motion Control Achse. Der Assistent leitet Sie nun durch die Parametrierung der Grundeinstellungen, wie zum Beispiel die Motordaten oder die Anbindung an die Steuerung durch das Profi-Drive-Telegramm. Weitere für den Betrieb des Antriebs wichtige Einstellungen werden automatisch vorbelegt. Selbstverständlich können Sie den Antrieb auch manuell ohne Assistenten parametrieren. Hierzu verwenden Sie zum Beispiel die Eingabemasken der Funktionssicht. Das TIA-Portal unterstützt Sie auch bei der Inbetriebnahme des Antriebs. Nachdem Sie die Parameter in den Antrieb geladen haben, können Sie mit Hilfe der Steuertafel schon eine erste Funktionsprüfung durchführen. Sie können den Antrieb zum Beispiel einschalten und verfahren, ohne auch nur eine einzige Zeile Programmcode schreiben zu müssen. Zur Optimierung der Antriebsleistung bietet Ihnen das TIA-Portal eine automatische Motoroptimierung. Damit können Sie die Effizienz des Antriebsstrangs erhöhen, indem Sie zum Beispiel eine vollständige Berechnung der Motor- und Regelungsparameter durchführen. Die Parameterwerte dazu befinden sich im Arbeitsspeicher des Antriebs. In der Maske Sichern, Rücksetzen haben Sie die Möglichkeit, diese Parameter permanent im Antrieb zu speichern. Mit dem im TIA-Portal integrierten StarDrive können Sie die Antriebe nicht nur konfigurieren und parametrieren, sondern StarDrive bietet Ihnen obendrein noch eine Reihe von Möglichkeiten, Antriebe einfach in Betrieb zu nehmen und zu optimieren.